herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meiner vorerst letzten Sendung im Kabeljournal. Sie sehen heute den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks und das ist vorerst auch meine letzte Sendung. Aber nicht vergessen, ab und zu treffen wir uns beim Kochen wieder. Ab nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Peggy Wein und die wird es genauso gut oder besser machen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit unserem Jahresrückblick Teil 2. Kaum zu glauben, aber wahr. Die Rußdorfer schauten am 2. Juli nicht schlecht. Hinter ihrem Feuerwehrgerätehaus trieb sich die Olsenbande herum. Egon hatte einen Plan und der Franz Jäger wartete schon. Da es mächtig gewaltig werden sollte, durfte Dynamit Harry nicht fehlen. Der hatte seinen Stoff zum Energiespenden nicht vergessen. Reichlich Alkohol für eine ruhige Hand. Die Tür weggesprengt, freier Zutritt zu Franz Jäger. Die Olsenbande hatte sich gut vorbereitet, um den Tresor zu knacken. Aber wahrscheinlich nur ein Duplikat aus Fernost. Der Schließmechanismus versagte. Egon kriegt nie auf, diesmal nie. Wer A sagt, muss auch Plan B haben. Benny versorgte einen Transporter. Wäre ja gelacht. Ruckzuck war der gute alte Franz aufgeladen. Der 15. und endlich geglückte Coup der Olsenbande. Allerdings hatte Kjeld die brennende Öllampe in der Franz-Sieger-Abstellkammer vergessen. Es dauerte nicht lange und schon hatte man das Dilemma. Trotz dessen, dass Ferien waren, eilte die Jugendfeuerwehr Rußdorf zum Unglücksort, um das Feuer zu löschen. Ein Einsatz, den die Mädchen und Jungen traditionell jedes Jahr haben. Denn die Schauübung ist ein Höhepunkt des Gartenfestes der Freiwilligen Feuerwehr Rußdorf. Das nutzen die Kameraden schon seit vielen Jahren, um ihre Arbeit vorzustellen und um gemeinsam mit vielen Gästen zu feiern. Es wird viel Spiel und Spaß angeboten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rußdorf lassen es sich auch nicht nehmen, ihre Gäste höchstpersönlich kulinarisch zu verwöhnen. Verregnet begann am 14. Juli das Grand Prix-Wochenende am Sachsenring. Der erste große Höhepunkt sollte in diesem Jahr das Fußballspiel von MotoGP mit und gegen Moto2 und Moto3-Piloten sein. Ein Fußballspiel für einen guten Zweck. Letztmals gab es das vor 11 Jahren. Allerdings musste die Neuauflage dieses Sportevents aufgrund des Dauerregens abgesagt werden. Wer das Ticketgeld zurückhaben möchte, bekommt das seit 20. Juli direkt bei der SRM zurück. Das Ticketgeld, das nicht zurückverlangt wird, geht an eine Wohltätigkeitsorganisation. Nach dem starken Regen bis in die Mittagsstunden hinein strahlte am Donnerstagabend die Sonne rund um den Sachsenring. Zeit für die erste große Party. Eine Party mit Tradition in der Air- und Air-Race-Halle. Begrüßt wurden neben feierfreudigen Motorradsportfans auch in diesem Jahr zahlreiche Rennpiloten. Max Kappler aus Oberlungwitz gehörte dazu, der in diesem Jahr unter der offiziellen Bezeichnung RZT Racing in der Moto3 Junior World Championship mit dem Bike unterwegs ist. Er durfte auch in diesem Jahr auf dem Sachsenring starten, als Gastpilot in der Moto3-Klasse der Weltmeisterschaft. Das Rennen beendete er als 19. Fehlen durfte an diesem Abend nicht der Moto2-Pilot Dominik Eggerter. Der Schweizer Strahlemann kam diesmal etwas lediert auf die Bühne. Ja, hallo zusammen, aber es geht mir denn wieder recht gut. Letzte Woche habe ich ziemlich Schmerzen im linken Fuß gehabt. Jetzt ist es schon bald wieder gut, also ich kann in den Stiefel gehen und morgen richtig Gas geben.
Dominik Eggerter hatte Freitag und Samstag noch einige Probleme mit dem Gas geben. Das Qualifying beendete er als 23. Am Rennsonntag lief es deutlich besser. Er kam als 10. ins Ziel und steht damit zur Halbzeit der Moto2-Weltmeisterschaft 2016 auf Platz 9 in der Gesamtwertung. Um Platz 1 und 2 ging es bei der Wahl des schönsten Grid-Girls. Sich den Blicken der Partymeute zu stellen, dazu gehört schon einiges an Mut. Der wurde wie immer belohnt. Unter anderem mit einer extravaganten Party nur für die jungen Damen. Feiern durfte zum ersten Mal Dominik Eggerter. Er, ganz Gentleman, wusste, wie man sich inmitten von 12 Damen zu benehmen hat. Nach dem Partyausflug ging es zurück auf die Bühne. Platz 1 und 2 bei der Grid Girl Wahl 2016 standen fest. The second place of the contest of 2016. Das zweitschönste Grid-Girl konnte es nicht fassen. Glückwünsche gab es natürlich von Nico Rappich und Oliver Reichert, die zwei Organisatoren der R&R Race Party. Und wer wurde in diesem Jahr zum allerschönsten Grid-Girl gewählt? Nachdem man die Grid Girls gefeiert hatte, startete die R&R Race Party in die Nacht. Gut gelaunte Menschen zur Raceparty auf dem Hohenstein-Ernsthaler Altmarkt zu finden, war diesmal schwieriger als in den Vorjahren. Wahrscheinlich, weil viele die Frage bewegte, was ab 2017 mit dem Motorrad-Grand Prix Deutschland wird.
Wird er am Sachsenring bleiben? Wir bedanken uns heute hier vom Sachsenring. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nicht alle ließen sich die Stimmung verderben. Und so fand man verteilt auf dem großen Altmarkt die, die das zelebrierten, was den Motorrad-Grand Prix Deutschland am Sachsenring auszeichnet. Ein großes Motorradsportfest. Zuschauer verfolgten in diesem Jahr die Rennen live vor Ort am Sachsenring. Andere Rennstrecken können von solchen Zahlen nur träumen. Ob das helfen wird, den Grand Prix am Sachsenring zu halten? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so ließen sich die Race-Party-Besucher auf dem Altmarkt am Ende doch noch von den Bühnenbands und von MDR Jump dazu animieren, zu feiern. Im Sonnenbad Rusdorf stand am 1. Augustwochenende nicht Badespaß auf dem Plan, sondern zwei lange Musiknächte. Eine Wiederholung des sehr erfolgreichen Musikwochenendes vom Vorjahr. Letztes Jahr war ein großer Erfolg und da dachten wir, das können wir auch gerne wieder machen, dass wir auch verschiedene Musikrichtungen anbieten können. Und das Bad bietet sich ja sehr gut an als Veranstaltungslocation. Und deswegen haben wir gesagt, wenn das so schön gelaufen ist und wenn das so gut angenommen wurde, machen wir das auch gerne ein zweites Mal. Handgemachte Musik wartete am ersten Abend auf die Gäste. Bekannte Größen der Musikszene Limbach-Oberfrohner heizten die Stimmung an mit internationalen Klassikern der Rockgeschichte. Hauptakteure waren allerdings andere und die präsentierten als Rock-Ost-Formation Ostrock. Und alle machen mit! Eine Zusammenstellung von ehemaligen Rock-Ost-Bandstars, von ehemaligen Besetzungen, die dann sich zusammengeschlossen haben und jetzt eben die ganzen alten Lieder von den großen Ostrock-Legenden-Bands quasi nochmal darbieten. Legendär ist Silly, mitbegründet von Thomas Fritsching, der 1978 zusammen mit Matthias Schramm Tamara Danz entdeckte. Also ganz am Anfang stand ich am Anfang alleine. Und hatte einfach eine Idee im Kopf und habe mir Leute dazu gesucht. Da hatte ich hier Matthias Schramm als Bassisten und wir haben dann im Prinzip zusammen die Tamara, wir kannten uns schon, haben gesagt, hättest du Lust mitzumachen, so ist der Plan. Und so haben wir uns dann zusammengefunden. Und noch ein paar andere Kollegen aus Weimar und damals auch aus Cottbus noch der Trommler. Ja, und das waren die ersten Jahre mit Silly. Die dann später dann mit Richie Barton an Keyboards dann eine kleine Umbesetzung gab. Und dann der Start mit Montlamott etc. dann den Lauf genommen hat, den wir alle kennen. 1994 verließ Fritsching Silly. Alle anderen 78er hatten schon vorher die Band und Tamara Danz verlassen. Heute gehört Thomas Fritsching zur Formation Rock Ost. Das Projekt gibt es seit 2009. Da gab es Zeiten, wo ehemalige DDR-Bands alle aufgehört haben zu spielen. Und Musiker aus verschiedenen Bands, Stern Meisen, Horst Krüger Band etc., meine Wenigkeit Silly, haben uns irgendwann mal gesagt, lass uns doch unsere Lieder spielen von den Bands, mit denen wir was zu tun haben, dort wo wir im Studio mitgearbeitet haben etc. Und ja, ich glaube, da gibt es einen Markt dafür, weil die Leute wollen ihre Lieder aus ihrer Jugendzeit etc. einfach hören. Im Radio ist es schwierig, werden sie kaum gespielt. Also, ergo,
haben wir gesagt, wir machen ein Programm, wo wir Stern-Meißen-Lieder drin haben, wo wir Silly-Songs drin haben, wo wir Groß-Krüger-Band haben. Augen zu, dann siehst du nur diese Hand. Halt sie fest und lass deinen Drachen steigen. Neben der Ostrock-Musik gab es für das Publikum noch einiges mehr. Wir schränken uns aber darauf, wo wir mit was zu tun haben. Es gibt auch kleine Geschichten zu den einzelnen Liedern, wo man Querverbindungen hat. Warum spielen wir ausgerechnet dieses Lied? Weil, und dann gibt es eine kleine Sache dazu, eine kleine Story. Und das ist auch für die Leute interessant. Denn die merken dann natürlich genau, aha, das ist in Verbindung damit entstanden. Und einfach so kleine interessante Geschichten. Rock Ost kam wieder gut an im Sonnenbad Roosdorf. Genauso impulsiver am nächsten Abend. Die Musikveranstaltung für die jüngere Generation, die von 8 DJs beglückt wurde. Dirk Duske aus Chemnitz fehlte nicht. Die ja Plattenpussys, die auch Headliner sind, kommen aus Altenburg, Honga eben aus Hamburg. Der tritt zum Beispiel oft auf solchen Holy Festivals auf. Die ja Plattenpussys haben sich auch schon in Berlin und in anderen großen Städten einen Namen gemacht. Dann haben wir noch zwei DJs, einmal Flat Sound und einmal Christoph Leithold, die eigentlich von Anfang an bei der Impulsiva mit dabei waren. Die kennt dann auch jeder von denen, die herkommen. Die Impulsiva-Gemeinde tingelte zwischen Hausfloor und Blackfloor. Und es wären eben die zwei verschiedenen Musikrichtungen. Also es kann sich jeder nach seinen Vorlieben quasi positionieren. Bis 5 Uhr morgens wurde im Sonnenbad Roosdorf getanzt und gefeiert. Ein Blick zum Himmel verriet am 13. August, dass es ein schöner Abend werden würde. Mit bestem Wetter für die Veranstaltung Miniwelt bei Nacht. Seit Bestehen des kulturellen Landschaftsparkes in Liechtenstein jedes Jahr ein Höhepunkt im Terminkalender. Wir wollten unseren Besuchern eine ganz besondere Veranstaltung bieten. Und in der Nacht wirken die Gebäude ganz anders, die Modelle ganz anders. Man kann sozusagen die ganze Welt an einem Tag und in einer Nacht erleben. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, Miniwelt bei Nacht ins Leben zu rufen. Die Idee, den Besuchern die weltberühmten Bauwerke im Maßstab 1 zu 25 nicht nur am Tag, sondern ebenfalls in der Nacht zu zeigen, kam auch in diesem Jahr wieder sehr gut an. Miniwelt bei Nacht hat sich als wirkliches Veranstaltungshighlight etabliert. Sie findet immer am zweiten Samstag im August statt, sodass sich die Besucher nicht das Datum merken brauchen, sondern bloß am zweiten Samstag im August. Wenn die Sonne hinterm Eiffelturm versinkt, dann ist die Zeit für Miniwelt bei Nacht. Angelockt werden die Besucher auch vom umfangreichen Rahmenprogramm. Es wird mit Einbruch der Dunkelheit den Fackelumzug geben für die Kleinen, die Feuershow mit El Fuego. Und natürlich das Schiffsfeuerwerk, was immer was ganz Besonderes ist. Musikalisch wird der Abend umrahmt mit Swing, Soul and Rock'n'Roll von Flyride. Nach der Nachtveranstaltung gibt es bis zum Saisonende noch einige Höhepunkte. Unser beliebtes Gartenbahntreffen im September, die Herbstferien und natürlich am 31. Oktober Halloween. Nicht nur zu den Veranstaltungsterminen kann man in dem kulturellen Landschaftspark um den Erdball reisen. Ein Trip nach Rio kommt jetzt ganz besonders gut, wo derzeit die weltbesten Athleten um Medaillen kämpfen. In der Miniwelt ist die Christusstatue beheimatet. Wer also nicht bis nach Brasilien fliegen kann oder fahren kann, der hat in der Miniwelt die Möglichkeit, sich gemeinsam mit der Christusstatue fotografieren zu lassen. Während in Rio vieles neu gebaut wurde, gibt es in Liechtenstein Restaurationsarbeiten. Nach wie vor restaurieren wir unsere Gölstalbrücke. Unsere Besucher können dabei aufpassen, wie peu à peu unsere einzelnen Bögen wieder neu entstehen, wieder gerade gerückt werden. Und wir wollen mal schauen, wie wir es schaffen, dass wir vielleicht schon zum Ende des Jahres hin
auch die ersten Steine angebracht haben. Ende des Jahres herrscht in der Mini-Welt Winterpause. Die gibt es im Mini-Kosmos nicht. Der war ebenfalls wieder eingebunden in das nächtliche Spektakel. Zu Mini-Welt bei Nacht zeigen wir im Mini-Kosmos zwei ganz besondere Vorstellungen. Zum einen unsere Special Music Show, die immer stündlich stattfindet, und dazwischen wird ein Kinderprogramm gezeigt. Kinder sind derzeit viele unterwegs in dem Miniaturenpark. Wir haben noch ganz viele Feriengäste. In Sachsen sind die Ferien zwar schon vorbei, aber die anderen Bundesländer haben ja noch Ferien. Und so kommen viele Großeltern mit ihren Enkelkindern und schauen sich bei uns in Liechtenstein die Welt an. Spannender als die Welt war am 13. August für viele Kleine der Umzug durch die Nacht mit Lampions. Ein Umzug, der von Modellbau Trax angeführt wurde. Es waren schon viele Leute, als 2013 das Flamingoland im Tierpark Limbach-Oberfrohna eröffnet wurde. Aber zur Eröffnung des Pinguinlandes am 18. August kamen noch mehr Menschen. Sogar der Landtagspräsident Dr. Matthias Rösler wurde begrüßt. Eine logische Konsequenz aus der, wie der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel in seiner Begrüßungsansprache betonte, sehr erfolgreichen Entwicklung in den vergangenen Jahren, in denen ganz besonders der Tierparkförderverein mit dem Vorsitzenden Professor Klaus Eulenberger die Triebkraft war. Und das zeigt sich auch in verschiedenen Indikatoren. Das erste ist, dass die Besucherzahlen steil nach oben gegangen sind, dass also der Hauptparameter, den man das vielleicht messen kann. Von der Entwicklung des Tierparks Limbach-Oberfrohna zeigte sich auch der Chef des Leipziger Zoos, Jörg Junhold, beeindruckt. Und ich weiß auch, dass in Chemnitz viel über die Zukunft des Tierparks diskutiert wird. Sie sind schon einen Schritt weiter. Politik, Förderverein und die Menschen haben einen Masterplan auf den Weg gebracht und entwickeln diesen Tierpark. Also auch Chapeau. Der Plan war und ist die Umwandlung zum Amerika-Themenpark, um sich von anderen Zoos und Tierparks abzugrenzen. Und ich finde das großartig, dass sich der Tierpark Limbach-Oberfrohna ein Thema vorgenommen hat, dieses Thema sehr, sehr konsequent entwickelt. Zum einen natürlich zeitgemäße Bedingungen für die Tiere schafft, aber was mindestens genauso wichtig ist, Anlagen schafft, die für sie, für die Menschen Begeisterung hervorrufen. Und so ist es auch mit Pinguinland wieder gelungen, zum einen die Bedürfnisse der Tiere entsprechend den heutigen gültigen wissenschaftlichen Standards so aufzubauen, dass sie sich wohlfühlen und natürlich ein Besuchserlebnis zu schaffen. Sie können direkt am Tier dran sein. Es gibt noch freilebende Vogelarten. Das ist etwas, was beiden gerecht wird, sowohl den Tieren als auch den Besuchern. Die Eröffnung des Pinguinlandes für die Besucher ging ratzifatz. 1, 2, 3. Zack! Zack, es ist eröffnet. Genauso die Erstürmung des neuen Geheges. Hier wurde eine Pinguindame aus Bernburg begrüßt. 6 Herren zogen bereits eine Woche zuvor ein. Eigentlich sollten 6 Pinguindamen aus dem Jaderpark bei Jaderberg einziehen. Die mussten krankheitsbedingt absagen und werden später nach Limbach-Oberfrohna kommen. Aber auch ohne die Jadebergerinnen ist das Pinguinland schon jetzt eine große Attraktion. Das Besondere am Pinguinland ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Anlagen. Es gibt zwar mittlerweile auch schon 2 weitere in ähnlicher Form, wo man die Pinguine, die ja nicht fliegen können, trotzdem übernetzt hält, dass die Besucher in die Anlage hineingehen können, dass es sehr naturnah gestaltet ist, möglichst auch authentisch dem Vorkommensgebiet angepasst, also der Küstenregion Südamerikas. Ich denke, das ist mit dieser Anlage recht gut gelungen. Und damit sind wir auch auf der modernsten auf dem Weg, eine sehr moderne Anlage gestaltet zu haben. Beim Bau des Pinguinlandes griff man auf die gesammelte Erfahrung mit dem Flamingoland zurück. Wir haben natürlich damals gewisse Probleme mit dem Netz gehabt, deswegen haben wir die Anlage hier etwas anders gestaltet. Das ist also im unteren Bereich Gitter, die natürlich nicht so ohne weiteres von Tieren, seitens von sehr kleinen, passiert werden können, denn eine wesentliche Aufgabe dieses Netzes ist, sowohl Vögel, die eventuell den Tieren sowohl durch Krankheitsübertragung als auch durch zum Beispiel Schädigung von Eiern und Jungtieren fernzuhalten.
und natürlich auch vor allem den Fuchs, der jetzt ja zu Hause ist, aus der Anlage fernzuhalten. Das ist somit ein Hauptanliegen gewesen für die Übernetzung dieser Anlage. Die Pinguine haben noch nicht ihre ganze Pracht entwickelt, denn sie sind noch sehr jung. Alle von diesem Jahr. Und dass es ungefähr 3 Jahre dauern wird, bis sie geschlechtsreif sind. Aber 1 Jahr dauert es, bis sie ihre Färbung ins Alterskleid und damit in das typische Pinguinkleid vollzogen haben. Heute sind sie alle noch relativ einfarbig, anthrazitfarben mit grauem Bauch. Das wird sich ändern innerhalb des nächsten Jahres. Wenn auch noch grau, drollig sind sie auch so schon reichlich. Sie haben absolut das Zeug, die neuen Publikumslieblinge zu werden und auch viele Tierpaten zu bekommen. Patenschaften können im Tierpark Limbach-Oberfrohna übrigens nicht nur für Tiere übernommen werden. Auch Pflanzen freuen sich über Paten, wie diese Gelbkiefer, die seit 18. August das Pinguinland schmückt. Das Tor zur Hölle war das nicht, dafür war es viel zu farbenfroh. Genauso bunt wie das, was sich dahinter befand. Das Voice of Art Festival, das, man höre und staune, in diesem Jahr bereits die 20. Auflage erlebte. Ein Jubiläum, das die Mitglieder vom Voice of Art Verein ganz entspannt angingen. Es gab nichts Besonderes, sondern wie jedes Jahr etwas Neues zum Altbewerten auf dem Hohenstein Ernsthaler Pfaffenberg. Altbewährt sind die 2 Musikbühnen. Die eine im Zelt für die, die die härtere Spielart lieben. In diesem Jahr war es auf der kleinen Bühne ein klein wenig punkiger, als man das aus den Vorjahren kannte. Aber an Metalcore etc. fehlt es ebenso nicht. Und dann gab es auch die Bands, die verschiedene Stile vermischen. Auf der großen Bühne fing man in diesem Jahr dort an, wo man 2015 aufgehört hatte, mit Gitarrenmusikkunst der besonderen Art. Aber im Gegensatz zu Kasan aus Leipzig im letzten Jahr bot Kaptein aus Chemnitz neben dem Gitarristen und dem Drummer auch Bläser auf. Nachdem in den vergangenen Jahren viele ausländische Bands beim Voice of Art Festival spielten, waren zur Jubiläumsauflage hauptsächlich deutsche Bands am Start. Aus Berlin reiste This Love is Deadly an. Altbewährt ist ebenso das Zappelzelt. Für Freunde neu gemixter elektronischer Musik aus der Konserve. Nachdem man im letzten Jahr die Einfrau-Disco auf dem Platz hatte, gab es diesmal wegen der Gleichberechtigung die Ein-Mann-Disco, die Raum für 2 tanzende Frauen bot. Was es noch nie gegeben hatte, das war das Kunstzelt, in dem Fotografie, Malerei, Plastik und verschiedene Installationen präsentiert wurden. 20 Jahre Voice of Art und die Ideen sprießen immer noch. Man darf also gespannt sein, was man in den nächsten Jahren zum Voice of Art Festival auf dem Hohenstein Ernsthaler Pfaffenberg erleben wird. Eine bunte Nacht der Schlösser erlebten in diesem Jahr wieder die, die sich am 27. August zur Nacht der Schlösser für einen Besuch von Liechtenstein entschieden. Zwischen Schlosspalais und Schloss gab es viele altbewährte und auch neue Höhepunkte. Kubanisches in so großem Umfang erlebte man noch nie.
Auf der Bühne ließ die Band Flores y Susan Salsa, Latin und Reggae erklingen. Im DITS-Zentrum zeigte man, wie mit Hand Zigarren hergestellt werden. Da in Liechtenstein produziert, waren es keine echten Havanna-Zigarren. Nicht in Liechtenstein gereift, aber von vielen Liebhabern genossen, wurde der Whisky, den Mitglieder des ortsansässigen Whisky-Clubs ausschenkten. Schlange stand man aber auch beim Verkehrs- und Kulturverein. Der sorgt jährlich dafür, dass Liechtenstein nicht die Rosenprinzessinnen ausgehen und ist außerdem für seine Rosenbowle bekannt. Weniger bekannt war bislang, was sich hinter dem großen Tor des Schlosses Liechtenstein befindet. Seitdem es einen neuen Schlossherren gibt, wurde das Tor schon einige Male geöffnet, so auch zur diesjährigen Nacht der Schlösser. Der Ansturm neugieriger Besucher war wieder enorm. Sie durften nicht nur auf den Etagen wandeln, sondern auch erleben, was für Veranstaltungen in einem Schlosshof möglich sind, zum Beispiel Modenschauen. Die nächste Möglichkeit, das Schloss Liechtenstein zu besichtigen, hat man zum Tag des offenen Denkmals am 11. September in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Vielleicht heißt es an diesem Tag ebenfalls wieder: Fahnen, Feuer! Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Polster-Aktionswochen vom 14. Januar bis 4. Februar. Jetzt bei Rego Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rego Möbel. Wir lieben Möbel. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke. Der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie in der Pflege zu Hause. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Dazu gehören die unterschiedlichsten Gehhilfen oder Rollstühle. Die können Sie bei uns bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und ebenfalls im Pflegeheimbereich. Unser Team verstärkt der Orthopädie-Mechanikermeister Christian Lange. Wir sind in der Lage, die Reha-Mittel an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. Zu unserem Leistungsspektrum gehören ebenso Inkontinenzprodukte, Stoma- und Wundversorgung sowie Pflege- und Desinfektionsmittel. Bei uns erhalten Sie Standard-Kompressionsstrümpfe auch weiterhin ohne Eigenanteil. Wir sind anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der zuverlässige Partner für Ihre Gesundheit. Wir haben uns die Entscheidung, welches Gymnasium unser Kind nach der 4. Klasse besuchen wird, nicht leicht gemacht. Besonders wichtig war uns, dass es ein stabiles Kollegium mit vielen jungen, aber auch erfahrenen Pädagogen gibt. Dass Lehrer und Schüler vertrauensvoll und respektvoll miteinander umgehen, dass es kaum Unterrichtsausfälle gibt und in der Regel fachgerecht vertreten wird. Dass die Schule bei den Abiturergebnissen seit vielen Jahren zu den besten Gymnasien Sachsens zählt. Dass ein Schulwechsel zur Oberschule, die sich auf dem Schulcampus befindet, jederzeit möglich ist und man auch unter Umständen das Fachabitur nach der 10. Klasse ablegen kann. Dass unsere Kinder aus einem umfassenden Fremdsprachenangebot wählen können und von Muttersprachlern unterrichtet werden. Dass die Schule attraktive Exkursionen im In- und Ausland gestaltet. Dass die Kinder bis zur 7. Klasse pädagogisch betreut ihre Hausaufgaben in der Schule erledigen können. Dass sie ganztägig im Schulclub, im Sportverein, aber auch in Kunst- und Technik-AGs betreut werden. Dass sie ab Klasse 5 anstelle des Musikunterrichts ein Instrument in einer Band- oder Bläserklasse erlernen und das komplette Angebot einer Musikschule nutzen können. Musik.
Der Rassekatzenverein Mülzner Samtpfötchen veranstaltete am 10. und 11. September im Gerstorfer Gasthof Grünes Tal eine Katzenausstellung. Es war eine Hobby- und Leistungsschau. Wir stellen Mitglieder unseres Vereins aus, aber auch der befreundeten anderen Vereine hier aus Sachsen. Katzenliebhabern wurden verschiedene Katzenrassen präsentiert. Es werden hier Perserkatzen gezeigt, die leider in der heutigen Zeit immer weniger werden. Es werden norwegische Waldkatzen gezeigt, Maine Coon, britisch Kurzhaar, heilige Birma und Aussie Cat. Perserkatzen lagen vor Jahren noch voll im Trend. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Sie werden halt weniger gezeigt auf Ausstellungen, weil der Typ immer mehr ins Amerikanische geht. Die Nasen werden immer kürzer und die Pflege der Perserkatzen ist sehr intensiv. Eine Modekatze, zum Beispiel ist jetzt die Maine Coon oder die British Kurzhaar, die sind in den letzten Jahren haben sehr zugelegt in der Menge der Katzen. Und jetzt bei uns in Sachsen speziell kommen jetzt auch die heiligen Birma noch dazu. Was macht Katzenzucht besonders? Das Besondere an der Katzenzucht kann ich eigentlich schlecht beschreiben. Wir machen es selber schon seit fast 30 Jahren. Es ist das Schöne, die Katzenbabys aufwachsen zu sehen und das Schöne am Hobby ist eigentlich auch, sich mit Gleichgesinnten auf Ausstellungen oder zu Versammlungen zu treffen. Es macht einfach Spaß und wer einmal von der Katzenzucht infiziert ist, der hört eigentlich nicht gleich wieder auf. Wer sich eine Katze anschafft, der sollte einiges Wichtiges beachten. Eine Katze ist ein Lebewesen, es ist kein toter Gegenstand. Wenn man sich dazu entschließt, sich eine Katze zuzulegen, muss man viel Zeit mitbringen. Viel Zeit und viel Liebe. Man hat auch mal ein Missgeschick auf dem Teppich oder es fällt mal ein Blumenstock runter. Also es sind keine Plüschtiere, die nur auf dem Sofa sitzen. Man muss sich wirklich mit ihnen beschäftigen. Aber das, was man ihnen an Liebe gibt, geben sie tausendmal zurück. Und ich sage immer, eine Katze, die zu jemandem zum Schmusen kommt, die meint das ehrlich. Eine Katze kann man nicht mit einem Stück Wurst oder mit einem Leckerli bestechen, wie man das bei einem Hund machen kann. Die Besucher konnten die Ausstellung nutzen, sich ausführlich über Katzen und Zucht zu informieren. Um die Ausstellung auf die Beine zu stellen, wurden viele fleißige Helfer benötigt. Ich möchte mich hier erstmal bei unseren Ausstellern bedanken, dass sie das warme Wochenende in Kauf nehmen und hier ihre Katzen zeigen. Ganz besonderer Dank geht aber an den Hundesportverein Gerstorf, der uns hier mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Das könnten wir selber nicht machen und wir sind sehr froh darüber, dass sie uns das ermöglichen, dass wir hier auch verköstigt werden. Die nächsten Katzenausstellungen in der Region stehen bereits vor der Tür. Die nächsten Katzenausstellungen sind hier in Sachsen Ende September und im Oktober. Und unser Verein macht speziell zwei Ausstellungen im Jahr. Eine internationale Ausstellung immer Anfang März in Wilga-Haslau und dann im Herbst, wie jetzt, eine Hobbyausstellung, wo keine Bewertung stattfindet. Und die ist aber jedes Jahr an einem anderen Ort. Mehr Informationen zum Verein Mülzner Samtpfötchen erhält man unter www.mülznersamtpfötchen.de. Dem Stadt- und Brauereifest in Penig wurde am 10. September bestes Sommerwetter beschert. Damit ließ sich ordentlich feiern. In Schwung brachte die Festbesucher ab 14 Uhr das Brass- und Swingorchester Oddendorf mit vielen bekannten Melodien.
Bekanntes wurde noch mehr auf der Bühne präsentiert, unter anderem von Katharina. Ich bin Dresdens erstes Helene Fischer-Double und ja, ich habe noch so 1, 2, 3 Liedchen für euch mit im Gepäck. Ihr macht einfach, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt mitsingen, mitklatschen, ihr könnt tanzen, ihr könnt alle noch ein Stückchen mit zu mir kommen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz tollen Nachmittag und hoffe, ihr fühlt euch dann mitten im Paradies. Zu Gast beim Stadt- und Brauereifest waren auch in diesem Jahr wieder viele Maskottchen. Limbo hatte zum Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna ordentlich gefeiert. Nach einer Woche Erholung ging es in Penig weiter. Neben dem Bühnenprogramm lockten ebenfalls andere Angebote ins Stadtzentrum. Die Mitglieder der verschiedenen Ortswehren hatten ein buntes Mitmachprogramm auf die Beine gestellt, das vor allem die kleinen Besucher rege nutzten. Leon Werber 10,6 und bei Lukas Werber 14,3. Aber auch andere Peniger Vereine boten reichlich Spiel, Spaß und Unterhaltung. Im Sonnenbad in Rußdorf ist die Freibadsaison beendet. Nicht nur das. Seit 12. September heißt es, Betreten der Baustelle verboten. Erste Baumaßnahmen sind bereits zu erkennen. Bald geht es hier richtig rund, denn geplant ist, das alte Betonbecken in ein modernes Edelstahlbecken umzubauen. Natürlich ein Sprungbereich wieder für die Jugendlichen, in 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter Sprungturm. 25 Meter Schwimmbecken, wettkampftauglich für, sag ich mal, interne Wettkämpfe. Dann einen attraktiven Nichtschwimmerbereich mit Sprudelliegen, Strömungskanal, Massagedüsen, eine 9 Meter Edelstahlrutsche und natürlich, was bis jetzt gefehlt hat, für die Kleinkinder einen attraktiven Babyplanschbereich, wo wir doch jetzt versuchen, die Familien wieder mehr ins Sonnenbad zu ziehen. Ein neuer Funktionsbad wird errichtet mit einem vernünftigen Imbissbereich, durch einen Sanitärbereich sowie eine Schwimmmeisterkabine. Die umfassende Modernisierung des Freibades finanziert die Stadt Limbach-Oberfrohna ohne Fördermittel. Angesetzt sind die Planungsleistungen mit 3,6 Millionen. Die ersten großen Lose sind mittlerweile eingegangen. Dort liegen wir sehr gut im Plan. Also wir haben bis jetzt bei allen Losen weniger in den Angeboten, wie wir in der Planung hatten. Und da gehe ich davon aus, dass wir die Preise auch und das Kostenlimit eigentlich einhalten können. Die Modernisierung des 111 Jahre alten Bades wurde notwendig, weil die Bausubstanz sehr in die Jahre gekommen ist. Ja, dieses Jahr haben wir es ganz besonders gemerkt. Also wir haben das Becken fast nie mit Wasser voll bekommen, obwohl wir, sag ich mal, 50 Kubikmeter jeden Tag an Quellwasser reingepumpt haben, wurde das Becken nie voll. Dadurch, dass die Folie und auch der Betonkörper über die Jahre sehr undicht geworden ist, lief mittlerweile mehr Wasser raus wie rein. Am 17. September fanden sich bei strömendem Regen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadträte, Nutzer des Bades und einige andere im Sonnenbad ein. Denn es wurde der erste symbolische Spatenstich vollzogen. Wie der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel betonte, steht die Stadt hinter diesem Projekt, das dazu beitragen wird, Limbach-Oberfrohna noch ein Stück aufzuwerten. Beim ersten Spatenstich dabei war auch der sächsische Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm. Die Eröffnung möchte er sich ebenfalls nicht entgehen lassen. In Badehose, wie es sich für einen Schwimmsportler gehört. Trotz der umfassenden Modernisierung hofft man, beim guten Winter, was man leider nicht beeinflussen kann, dass wir eigentlich Ende Mai, Anfang Juni das neue Bad eröffnen können. Ja, ist natürlich wetterabhängig, aber ich bin positiver Dinge, dass wir es schaffen werden. Die Badegäste freuen sich auf jeden Fall schon jetzt auf ihr neues, altes Sonnenbad in Rußdorf. Riesengroße Plüschtiere trafen sich am 3. Oktober im Bahnbetriebswerk der Chemnitzer Parkeisenbahn. Die Parkbahnmäuse Klaus und Klaus hatten zum traditionellen Maskottchentreffen eingeladen. Wir haben ein stolzes Jubiläum in diesem Jahr. Wir führen das 20. Maskottchentreffen durch und freuen uns über eine Beteiligung von vielen, vielen Maskottchen aus Sachsen, aus Chemnitz.
Das ist schon eine recht gute Zahl, weil heute große Feierlichkeiten in Dresden anlässlich des 26. Wiedervereinigungsgeburtstages sind, gefeiert werden und dort viele, viele Maskottchen in Dresden sind. Und insofern sind wir schon mit 31 Maskottchen sehr zufrieden, die wir dieses Jahr hier im Kirchwald begrüßen können. Die Maskottchen kommen jedes Jahr wieder gern, denn die Möglichkeit zum Bahnfahren haben sie nicht überall. Mit der Bahn ging es vom Bahnbetriebswerk durch den Kirchwald in Richtung Bahnhof Kirchwaldwiese. Noch vor dem Bahnhof stiegen sie aus. Hier hatten sie den ersten Fototermin. Im Anschluss marschierten sie, dem Spielmannszug folgend, zur Parkbahnbühne. Trotz des miesen Wetters hatten sich kleine und auch große Maskottchenfans eingefunden, um mit den Maskottchen einen bunten, lustigen Nachmittag zu verbringen. So wie schon die 19 Jahre zuvor. Ja, die Maskottchentreffen haben sich als Veranstaltung gut etabliert hier in Chemnitz. Und es ist für viele schon eine Selbstverständlichkeit geworden, am 3. Oktober hier in Chemnitz zu sein. Wir haben in der Spitze schon 50 Maskottchen hier begrüßen können. Das waren also schon sehr, sehr tolle Zahlen, aber in jedem Jahr haben wir mindestens 30 Maskottchen. Auch wenn das Maskottchentreffen immer im Herbst stattfindet, so ist es nie der letzte Höhepunkt in der Fahrsaison. 3, 2, 1, Start! Wunderbar! Es ist noch einiges im Kirchwald los. Wir werden am 16. Oktober einen Tag der offenen Tür durchführen, wo wir also nochmal unseren gesamten Fahrzeugpark oben im Lokschuppen vorstellen. Man hat dort also mal die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu sehen und mal im Werkstattbereich reinzuschauen, was dort so gemacht wird durch unsere Vereinsmitglieder. Es wird dort also eine ganze Menge angeboten. Die Gartenbahn wird an diesem Tag auch noch mal in Betrieb sein und das Bahnbetriebswerk wird also von vielen, vielen Besuchern dann frequentiert werden. Dann haben wir am 31. Oktober noch eine Veranstaltung Halloween, werden wir zusammen mit der Freilichtbühne hier im Kirchwald feiern. Und dann zum 6. November den Saisonabschluss begehen hier. Dieser Saisonabschluss wird also nochmal eine Fahrzeugparade hier haben, wo alle Fahrzeuge hier auf dem Rundkurs vorgestellt werden, wo alle Fahrzeuge erklärt werden und wo wir nochmal im Zweizugbetrieb hier starken Eisenbahnbetrieb abwickeln werden. Zwar wird am 6. November die Fahrsaison abgeschlossen, ganz Schluss ist damit im Jahr 2016 noch nicht. Am 6. Dezember führen wir Nikolausfahrten durch. Diese sind auch immer sehr, sehr stark nachgefragt. Deswegen lohnt es sich also, wenn man mit vielen Leuten kommt, dort vorzubestellen. Und dann werden wir am 26. Dezember unsere Weihnachtsfahrten durchführen. In der Zeit von 13 bis 16:30 Uhr wird also der Weihnachtsmann hier nochmal aktiv werden im Kirchwald. Und wir werden mit unserer Dampflok durch einen vielleicht verschneiten Winterwald fahren. Nicht verschneit, sondern herbstlich verregnet war das Maskottchentreffen am 3. Oktober. Das macht aber niemanden etwas aus. Das trübe Wetter wurde einfach weggetanzt. Unterstützung gab es auch zum 20. Maskottchentreffen wieder vom Kraftwerkverein. In Bogstedt fand am 3. Oktoberwochenende bereits zum 7. Mal die Alpaka-Show Ost statt.
stetig wachsend und immer wieder neue Aussteller, neue Händler, was natürlich schön ist. Also wir haben dieses Mal 240 Alpakas, 110 Fliese und weit über 100 Aussteller. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das Interesse ist so groß, weil Alpakas rundum begeistern. Alpaka-Zucht ist nicht nur Kommerz, es ist auch ein Tier für die Seele. Also man hat auch wirklich Freude an dem Tier. Es sind sehr liebenswerte Tiere. Und also natürlich kann man damit auch Geld verdienen. Es gibt mittlerweile große Betriebe in Deutschland, die also von der Alpaka-Zucht auch leben. Aber es gibt sehr, sehr viele kleine Züchter, die also nur wenige Tiere haben und einfach Freude am Tier haben. Die Schau hatte den Alpaka-Züchtern wieder reichlich zu bieten. Natürlich trifft sich hier alles, alle Züchter aus ganz Deutschland, aus benachbarten Ländern haben wir ja auch Züchter dabei. Und man kommt natürlich ins Gespräch und kann einen Erfahrungsaustausch machen. Das ist natürlich sehr gut. Hier sind alle Futtermittelhändler vertreten, mit denen man in Kontakt kommen kann als Alpaka-Züchter. Und natürlich alles, was man an Zubehör braucht, ne? Das ist auch ganz wichtig. Auf ihre Kosten kamen aber auch alle anderen Besucher. Wir haben also für die Kinder hier zum Beispiel eine Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderbasteln. Da ist also für die Kinder sehr viel getan. Für die großen Kinder haben wir Traktoren, Landtechnikausstellung, Forstgeräte. Also da ist auch für vieles was dabei. Wir haben zum Beispiel Kamelreiten. Das ist schön, das wird von allen immer angenommen. Wir haben einen Falkner, der eine Greifvogelvorführung macht. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Alpakas werden nicht nur wegen ihren großen, niedlichen Kulleraugen gezüchtet. Man schätzt sie ebenfalls als Nutztier. Alpaka als Nutztier ist sehr vielseitig. Also Alpakas sind zum Beispiel Schwielensohler. Die haben also ganz weiche Füße, die machen kaum Trittschäden. Und demzufolge werden die sehr gerne auch in unwegigen Gelände eingesetzt als Landschaftspfleger. Und es wird immer mehr, immer stetig mehr. Nicht zu vergessen das Vlies. Aufgrund der Eigenschaften mögen viele Alpaka-Wolle lieber als Schafwolle. Alpaka-Zucht ist mittlerweile auch in Deutschland weit verbreitet. Was rät man denen, die sich ebenfalls Alpakas anschaffen möchten? Ja, nur zu. Also Alpaka ist also wirklich was für die Seele. Aber natürlich soll man nicht losstürzen und sich einen Alpaka anschaffen. Man muss sich schon informieren. Es gibt viele Züchter, die bieten Grundlagenkurse an. Das kann man also nur empfehlen, damit nichts schief geht. Alpakas sind ja nun mal Exoten und man kann sich nicht einfach so ein Tier hinstellen. Man muss also mindestens zwei Tiere haben, wenn es geht, gleichgeschlechtlich. Ne? Dass es dann nie das Problem gibt, dass die ganze Zeit der Hengst versucht, die Stute zu decken. Ne? Aber ansonsten mit zwei Tieren, das ist so der Einstieg. Kann man anfangen und so schöne kleine Gruppen sind eigentlich optimal für private Züchter, die so 4-5 Tiere haben. Ne? Wer sich der Zucht widmet, egal ob im kleinen oder großen Rahmen, möchte sich meist mit anderen Züchtern messen. Deswegen fehlte auch diesmal nicht in Burgstedt die Zuchtschau. Bewertet werden auf der Show die Tiere nicht nur nach dem feinen Vlies. 50% der Bewertungen fließen in den Körperbau. Der muss natürlich absolut akkurat sein. Also ein gesunder Körperbau ist das Wichtigste bei der Alpaka-Zucht. Und hier werden natürlich die Tiere danach bewertet, dass Körperbau und Vliesfeinheit stimmig sind. Und das unterscheidet die Richterin, die Kathy Lloyd, die also eigens aus England dafür für die Tierbewertung hier eingeflogen wurde. Kathryn Lloyd gründete 1993 ihre eigene Alpaka-Zucht und ist seit 2007 bei Shows in England, Belgien, der Schweiz und in Australien als Richterin unterwegs. Deswegen freute man sich, sie diesmal auch in Burgstedt begrüßen zu können. Mit Einbruch der Dunkelheit bewegte sich am 29. Oktober, angeführt von der Jugendfeuerwehr, ein langer Menschenzug hinauf zum Wüstenbrander Heidelberg. Viele, die sich dem Zug anschlossen, hatten Lampions dabei und waren gruselig verkleidet. Wüstenbrand feierte zum zweiten Mal Halloween. Wie schon voriges Jahr waren auch diesmal die Flugzeugmodellbauer dabei, die mit einem Feuerwerk zum gruseligen Spektakel begrüßten. Den Hut für die Veranstaltung hatte wieder DJ Alex auf. Voriges Jahr haben wir ja das erste Mal probiert, ob es geht. Voriges Jahr war es ein voller Erfolg. Dieses Jahr kann ich eigentlich jetzt schon wieder sagen, dass viele, viele Leute wieder der Einladung gefolgt sind. Auch meine Geister hier aus Wüstenbrand. Und freut uns natürlich sehr und mein ganzes Team natürlich. Und also wir sind einfach total zufrieden. Ich habe zwei Wochen kaum geschlafen, weil der liebe Wettergott hat ja nicht mit uns so mitgespielt in den letzten Wochen. Aber heute, Gott sei Dank, hat er uns
gut in die Karten gespielt und die Resonanz ist ja, denke ich mal, ganz gut. Also wenn man so über den Platz schaut jetzt hier. Viele Halloween-Fans hatten sich dem Anlass entsprechend in Schale geworfen. Das Halloween-Kostüm war keine Pflicht. Spaß gab es auch ohne dem reichlich. DJ Alex und seine Helfer hatten einiges vorbereitet, um den Besuchern einen vergnüglichen Abend zu bereiten. Das letzte Jahr haben wir ja 2-3 Probleme gehabt. Die haben wir hoffentlich dieses Jahr beseitigt. Und ich sag mal so, man kann beim ersten Mal, wenn man das erste Mal eine Veranstaltung macht, nie perfekt sein. Ist man beim zweiten Mal nicht, das ist man nach 100 Mal nicht. Es gibt immer irgendwo Ecken und Kanten. Aber ich denke mal, mehr geht hier auf dem Platz erstmal nicht. Und wir sind auch froh, dass wir das Ambiente, sage ich mal, passt ja zum Halloween und Lichternacht ganz gut. Und wir lassen uns jedes Jahr irgendwas Neues einfallen. Und ich denke mal, von den Bürgern wird es angenommen, von den ganzen Leuten wird es angenommen. Also ich finde es einfach top. Um so ein Fest auf die Beine zu stellen, wird mehr als nur die Freude am Machen benötigt. Wie gesagt, also ohne Sponsoren geht es einfach nicht. Und da nochmal herzlichen Dank an alle, auch an mein gesamtes Team. Ihr habt super Arbeit geleistet. Und ich denke, wir werden uns ja noch mal zusammensetzen beim Bier heute Abend, wenn wir wieder durchatmen können. Zu den Unterstützern gehörten auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wüstenbrand. Die sind ja auch mit auf dem Plakat. Also wie gesagt, die unterstützen mich. Aber ansonsten läuft das alles nur über Freundschaft. Und die Freundschaft ist so gut, dass halt, wie gesagt, da verzichtet man mal auf ein paar Stunden, egal. Und ist einmal frei. Meine Freunde sind top. Alle meine Freunde. In diesem Jahr neu war der Halloween-Kürbis-Wettbewerb. Der schönste oder besser gruseligste wurde an diesem Abend gesucht. Die Beteiligung an dem Wettbewerb war nicht so groß wie erhofft. Deswegen gehörten alle Teilnehmer zu den Gewinnern, die sich über tolle Gutscheine und andere Preise freuen durften. Die weiteste Anreise hatte der kleinste Kürbis. Der kam aus dem hessischen Gießen. Halloween kommt gut an in Wüstenbrand. Hat DJ Alex vielleicht Blut geleckt, noch mehr Veranstaltungen im Ort auf die Beine zu stellen? Geplant ist was im Sommer eventuell, aber da kann ich noch nichts dazu verraten, weil das ist immer so eine Sache, es muss immer alles abgestimmt werden, ob das funktioniert. Aber geplant ist was. Lassen wir uns mal überraschen. Weihnachten steht bereits wieder vor der Tür. Jährlich Anlass für den Modellbahnclub 322 Liechtenstein, eine Vorweihnachtsausstellung zu präsentieren. An 2 Wochenenden können Interessierte diese in der alten Färberei am Grüntalweg in Augenschein nehmen. Schon am ersten Wochenende, am 12. und 13. November, herrschte reger Andrang. Es gab viel Neues zu entdecken, denn in den letzten Monaten waren die Mitglieder des Modellbahnclubs wieder sehr fleißig. Gerade die H0-Anlage und die Nullanlage werden ständig vervollständigt, werden immer schöner. Mit dem Umzug vom Bahnhof Liechtenstein in die alte Färberei 2013 mussten die Modelllandschaften an die neuen Räumlichkeiten angepasst werden. Fertig sind die Modelleisenbahner noch lange nicht. Sie werden es wahrscheinlich auch nie werden, denn es gibt immer wieder neue Ideen, die Landschaften zu gestalten. Bei der Gartenbahnanlage, die große Gartenbahnanlage, haben wir auch eine Änderung. Und dort fahren wir jetzt auch den Berg hinauf und durch den Tunnel. Ist auch sehr schön geworden. Hier sorgte man außerdem für Action. Die Feuerwehr im Einsatz an einem brennenden Haus. Die Jugend hinterlässt ihre Spuren. Sie ist mit viel Kreativität und Begeisterung bei der Sache. Ja, wir haben neue Mitglieder, Jugendliche. Einer potenziell, einer hat sich bereits bei uns eingegliedert. Und wir haben auch bei den Erwachsenen Zulauf. Und da freuen wir uns sehr. Die Leidenschaft für Modellbahnbau hat viele Gründe. Vor allen Dingen erst einmal das Motiv, je nachdem, welche Spurbreite jeder da an seiner Modellbahn hat. Vor allen Dingen der Enthusiasmus, die Loks, die Wagen, die ganze Landschaft, da kann man so viel machen und auch nach Originalen gestalten, sodass das eine Freude macht. Sehr große Freude machen.
Wer Lust hat, beim Modellbahnclub 322 Liechtenstein mitzumachen? Ich würde sagen, herkommen und erstmal Tuchfühlung aufnehmen, was bei uns alles möglich ist. Dann mit dem Vorstand reden. Naja, und wenn Interesse besteht, dann sind wir nicht abgeneigt. Wer nur schauen will, ist ebenfalls willkommen. Die nächsten Ausstellungstermine stehen bereits fest. Wenn Silvester vorbei ist, gleich das erste Wochenende, haben wir wieder geöffnet. Und natürlich wie immer auch in den Winterferien, die ersten beiden Wochenenden. Immer sonnabends und sonntags von 10 bis 17.30 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wieder viele Besucher kommen. Abbauen hieß es am 19. November für die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Auswalde-Klausnitz. Dabei sollte es ein ganz großes Wochenende werden. Immerhin lud der Verein zur 50. Chemnitz-Talschau ein. Das einzige Geflügel, das zu sehen war, hing als schmückendes Element an der Wand. In der zweiten Novemberwoche fand man am Kosbuder See im Leipziger Land erst eine und dann noch zwei tote Enten, bei denen das Virus H5N8 nachgewiesen wurde. Daraufhin ordnete am 14. November das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz die landesweite Aufstallung von Geflügel an. In Mittelsachsen wurden, wie auch in anderen Landkreisen, außerdem Geflügelschauen untersagt. Aus unserer Sicht und aus Sicht von vielen Züchtern, die schon jahrelang auch mit diesem Problem Vogelgrippe leben, nicht nachvollziehbar. Es ist jetzt so, heute wollten wir die Eröffnung feiern. Wir können sie nicht feiern. Sie sehen es, wir müssen abbauen, weil der Platz für die Gemeinde wieder gebraucht wird. Die brauchen die Halle wieder, wollen ihre Geräte wieder reinstellen. Und deswegen sind wir heute alle hier. Ich bin froh, dass unsere Züchter alle gekommen sind vom Verein, dass sie so aktiv sind. Es war für alle ein Schock, denn Sie können sich vorstellen, die 50. Jubiläumsschau führt man nur einmal durch. Und man weiß auch nicht, was wird nächstes Jahr. Die 50. Chemnitz-Talschau sollte eine ganz besondere werden. Also auf jeden Fall haben wir dieses Jahr noch mal ein paar Stück mehr Tiere gehabt. Wir hatten 468 Tiere, die angemeldet waren. Das waren noch mal 40 Tiere mehr wie die letzten Jahre. Dadurch war auch die Vielfalt noch größer, noch verschiedene Rassen, verschiedene Farbenschläge. Zudem hatten wir extra für die ganzen Züchter Jubiläumspreise versorgt. Es war ein Sponsorentreffen angesagt, wo wir unseren Sponsoren, die uns schon über Jahre lang unterstützen, eingeladen haben, wo wir ihnen einfach mal dieses Vereinsleben und auch das Stück Ausstellung zeigen wollten, wo wir ihnen zeigen wollten, was eigentlich so ein Verein ausmacht und dass das nicht bloß an so einem Tag ist, so eine Ausstellung, sondern da gehört ja viel mehr dazu, denn das gehört das ganze Jahr dazu, vom Frühjahr bis im Winter ist man mit seiner Zucht immer verbunden. Dazu hatte man noch viele andere Ehrengäste eingeladen. Bürgermeister waren eingeladen, der Kreisvorstand vom Rassegeflügelverband war eingeladen. Unsere Frauen geben sich immer ganz große Mühe, es wird Kuchen gebacken. Und bei dem Wetter, das was wir jetzt gerade haben, strömen natürlich ganz viele Zuschauer vom Ort und auch von den Nachbarorten zu uns zum Kaffee trinken. Um einfach da zu sitzen, um zu plaudern, nicht bloß über die Geflügelzucht, sondern einfach über das gesamte Leben, über das Dorfleben. Und das fällt natürlich weg. Und uns haben schon mehrere Leute angesprochen, die sehr traurig über diese Situation sind, weil es kann keiner verstehen. Es kann keiner verstehen, weil halt auch in Nachbarbezirken Ausstellungen stattfinden, die auch in Sachsen sind. Im Landkreis Zwickau waren noch Ausstellungen möglich, bis zum 21. November. Dann wurde auch hier eine Allgemeinverfügung erlassen, dass die Durchführung von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten verboten ist. Die 50. Chemnitz-Talschau des Rassegeflügelzuchtvereins Auswalde-Klausnitz soll nun im nächsten Jahr stattfinden. Da muss ich jetzt noch dazu sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich will unseren Sponsoren allen danken, die dafür Verständnis haben, dass die Ausstellung nicht stattfinden kann und dass die
die uns diese finanziellen und Sachzuwendungen, die sie uns gegeben haben, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen, dass sie gesagt haben, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir wollen das Geld und die Sachzuwendungen nicht zurückhaben, weil wir einfach auch mit euch ein Stück leiden. Und das, muss ich sagen, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dafür möchte ich mich einfach auch als Vorsitzender bedanken. Trotz dessen, dass die diesjährige Schau nicht stattfinden konnte, hat der Rassegeflügel-Zuchtverein Auswalde Klausnitz dennoch ein klein wenig Grund zur Freude. Man weiß ja in jedem Verein das Nachwuchsproblem, was wir kennen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir dieses Jahr 3 neue Mitglieder bekommen haben, die sich sehr auf diese Schau gefreut haben, die einfach auch das miterleben wollten, wie das ist, wie so eine Schau abläuft, wie das im Verein so abläuft. Natürlich waren sie sehr enttäuscht, dass das nicht stattfinden kann. Wir haben sie getröstet und gesagt, im neuen Jahr werden wir wieder versuchen, die Ausstellung durchzuführen. Denn wir sind froh, wenn sie das sehen, wie aktiv die Mitglieder hier sind. Auch gerade die neuen Mitglieder, die bringen ihre Kinder mit. Die helfen mit, da kommt von der einen Frau der Ehemann noch mit, da hilft mit. Da sieht man, dass die einfach bei der ganzen Sache dabei sind und dass da auch ein ganzes Stück Herzblut dran hängt. Und das vermisse ich einfach bei unseren Ämtern, dass da kein Herzblut dran ist, weil das eiskalt gesagt wird, die Schau fällt aus und fertig aus und das war's. Dass viele Züchter sauer sind, kann man verstehen. Eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit und Arbeit. Am 25. November herrschte nach 15 Uhr im Garten des Oberlungwitzer Kindergartens 4 Jahreszeiten noch Bambule. Anlass dazu gaben die Krokodile. In diesem Fall keine gefährlichen Raubtiere, sondern Mofa-Liebhaber mit Herz, die als Riding Crocs unterwegs sind. Wir sind eine Spaßgesellschaft, die gerne Veranstaltungen macht, mit Mofas durch Oberlungwitz und im Sachsenring knattert und einfach gute Laune hat. Da geteilte gute Laune die beste gute Laune ist, sollen auch die anderen etwas davon abhaben. Ja, also wir sind der Sachsenring-Freunde und wir haben uns gedacht, wir tun der Region mal was Gutes. Und deswegen haben wir unter anderem diesen Kindergarten und den anderen Oberlungwitzer Kindergarten gefragt, was sie gerne brauchen könnten. Und da haben sie gesagt, sie hätten gerne eine Gartenhütte, eine massive, und deswegen haben wir die gespendet. Dem Kindergarten 4 Jahreszeiten wurde die Gartenhütte am 25. November übergeben. Aber wie kommt es dazu, dass die Riding Crocs Dinge verschenken können? Wir machen hier und da mal eine kleine Party. Bekommen auch viel Unterstützung von anderen Bürgern hier in der Region. Und wir sammeln da gern mal bei verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel zum Sachsenringrennen. Und da ist etwas zusammengekommen. Und deswegen sind wir heute da. Die Oberlungwitzer Krokodile unterstützen nicht nur Oberlungwitzer. Wir haben in den letzten 4-5 Jahren schon jede Menge gespendet, unter anderem für die Krebshilfe, aber auch für andere soziale Einrichtungen in Chemnitz zum Beispiel. Die Riding Crocs spenden nicht nur, sondern legen auch selber Hand an, wie bei der Gartenhütte. Natürlich selber aufgebaut, also selbst ist der Mann. Und da waren wir letzte Woche am Freitag, waren wir hier zu 6 und haben das Ding hochgezogen. Temperaturen wie im skandinavischen Winter herrschten gefühlt am 25. November. Da dürften sich die Fußballerinnen im Waldstadion Limbach-Oberfrohna pudelwohl gefühlt haben. Ein kleines Stück Heimat auf deutschem Fußballrasen. Das norwegische Frauennationalfußballteam, das schon 2 Europameister, einen Weltmeistertitel und einen Olympiasieg feiern konnte, war 3 Tage zu Gast in der großen Kreisstadt, um sich auf das Länderspiel gegen Deutschland am 29. November in Chemnitz vorzubereiten. Der Sächsische Fußballverband hat bei uns angefragt, ob wir bereit wären, die Norweger zu empfangen. Und da haben wir dann eine kleine Bewerbung gemacht, haben Fotos geschickt von unserer Sportanlage zum DFB nach Frankfurt am Main. Und der DFB war der Meinung, dass das ja eine Top-Anlage ist und hat dann die Zusage erteilt, dass die Norwegerinnen hier das Trainingsgelände, ich sag mal, dann nutzen können und dürfen. Und
So sind die Norwegerin heute zu uns gekommen. Dass man so hochkarätige Sportler in dem Stadion empfangen wird, daran dachte man sicherlich nicht, als man vor ein paar Jahren mit den Sanierungsplanungen und der baulichen Umsetzung begann. Erst 2014 wurde die Leichtathletikanlage eingeweiht. Zuvor hatte man bereits das Funktionsgebäude saniert und den neuen Kunstrasenplatz übergeben. Was natürlich in der jüngsten Vergangenheit ja war, vom CFC, diese zwei Future League-Spiele, die wir hier veranstaltet haben oder die hier ausgetragen worden sind. Einmal damals gegen einen tschechischen Vertreter und dann im Frühjahr diesen Jahres ja gegen Dynamo Dresden, als hier der CFC gespielt hat. Da ist das norwegische Frauenfußballnationalteam schon etwas ganz Besonderes, obwohl die Damen nur trainierten. Aber das Training hat schon andere Qualitäten als das Gewohnte von Vereinen in der Region. Alleine schon, ich sag mal, wenn man sich mal das anguckt, was die für einen Trainerstab hier mitbringen, was da für Sachen aufgefahren werden, was Equipment betrifft, das ist natürlich, sag mal, es ist halt eine Nationalmannschaft eines Landes und die sind, glaube ich, auch international sehr erfolgreich. Die waren ja auch Olympiasieger, waren hier Weltmeister, Europameister. Also damit können wir uns noch, ich sag's mal, noch lange nicht vergleichen. Das 40. Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Norwegen wurde 1:1 unentschieden beendet. Den Führungstreffer für Norwegen erzielte in der 13. Minute Europas Fußballerin des Jahres 2016, Ada Hegerberg. Josephine Henning glich in der 32. Minute aus. Die Grubenlampen kamen auch in diesem Jahr wunderbar zur Geltung. Als am 3. Dezember in Hohenstein-Ernsthal der Freundeskreis Geologie und Bergbau mit einem kleinen Bergaufzug die Mettenschicht am Lambertus-Schacht eröffnete. Als man 1998 die alte Tradition wieder aufgriff, war die Anzahl der Besucher noch überschaubar. Mittlerweile gehört der Besuch der Mettenschicht für viele zum angenehmen Pflichtprogramm. Die Mettenschicht nutzt der Verein, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Wie man vom Vorsitzenden Thomas Posan erfuhr, waren die über 60 Mitglieder auch 2016 in verschiedenen Arbeitsgruppen wieder sehr fleißig. Unter anderem leisteten 8 Mitglieder der Arbeitsgruppe Bergbau fast 250 ehrenamtliche Arbeitsstunden unter Tage für den Erhalt und den Ausbau des Besucherbergwerkes. Wie in diesem Jahr schon im Hallenfest angesprochen, hat sich die Besucherzahl unserer Besucherbergwerke stabilisiert. Mit insgesamt 140 Gästen bei 34 Befahrungsgruppen, die unsere Besucherwerke dieses Jahr besucht haben, ist die Resonanz auf jeden Fall ansteigend gegenüber dem Vorjahr. Fortgeführt wurde in diesem Jahr auch die Sanierung des Huthauses. Mit Unterstützung durch Sponsoren erneuerte man unter anderem den Museumsbereich im Erdgeschoss. Aber auch im Außenbereich wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt. Im nächsten Jahr stehen weitere Sanierungsarbeiten an. Mit dem, was man 2016 erreichte, sind die Mitglieder des Freundeskreises Geologie und Bergbau sehr zufrieden. In diesem Jahr hieß es aber auch Abschied nehmen von Gerhard Rüdiger. Ich muss zusagen, der Gerhard ist jetzt seit fast 20 Jahren in dem Verein. Geht leider aus persönlichen Gründen aus dem Verein jetzt raus, weil er sich auch zu seinen Kindern zieht. Dafür trotzdem mein Dank. Als kleine Erinnerung an uns bekommst du von uns eine kleine Kaue, also die große Kaue, die ich mitnehme.
Also wir haben eine kleine gebaut, mit einer kleinen Bildung unter Tisch, gesagt, dass uns auch urwürdig in Erinnerung hält. Wunderbar. Ich danke dir. Danke euch. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Es ist wunderbar, euch so zu sehen, in aller Farbigkeit, in aller Größe. Das werde ich nie vergessen, dass ich bei euch sein durfte. Dankeschön. Bitteschön. Danke dir auch. Ein Höhepunkt, den er in diesem Jahr gemeinsam mit seinem Verein erlebte, war der Festumzug zum Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna. Fast 20 Jahre mit Herzblut dabei gewesen. Es sind viele Erinnerungen, die Gerhard Rüdiger in seine neue Heimat mitnehmen wird. Bedankt wurde sich ebenfalls beim Vorsitzenden Thomas Poson. Also Thomas, ich mache das kurz. Unsere Leute haben Hunger und haben Lust. Ja, also jetzt ist es auch ein bisschen kalt. So, erstmal von unserer Knappschaft, unseren Mitgliedern, erstmal danke für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Bitte, erstmal, das was zu beantworten. Währenddessen verteilten die Frauen den Fusel. Haben alle ein Schnäppchen? Ja. Sternschnaps. Ja. Es ist immer weh, ne? Es ist immer weh. Ringsbruch. Matte Wetter, tiefe Schächte, geile Weiber, heiße Nächte. Bergmann Schnaps, schwarzes Brot, sei den Knappen früher tot. Prost! Der Nachwuchs erhielt, selbstredend, nur ungebranntes Zuckerwasser. Mit dem gemeinsamen Anstoßen war der gemütliche Teil des Abends eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Ernsthaler Bergbläser. Der Weihnachtsmarkt in Röhrsdorf hat mittlerweile Tradition. Organisiert vom Heimatverein wird mit Unterstützung anderer Vereine des Chemnitzer Ortsteils den Besuchern zwei Tage volles Programm geboten. Einiges war in diesem Jahr neu. Die Pyramide wurde noch ein Stückchen schmucker. Großen Anteil daran hatte Stefan Nordmann. Das ist mein Chef und ich bin der Bastler. Nein, er hat die Pyramide gestaltet, wunderbar. Mio zusammen mit mir, mit dem Schmied, mit dem Elektriker. Wunderbar, herrlich. Gut, schön. Etwas anders als gewohnt war am Freitag der Empfang des Weihnachtsmannes. Er musste daheim seine Frau gesund pflegen und schickte deswegen nur seine Wichtel los, die mit einem Multicar in Röhrsdorf eintrafen. Die kleinen und großen Kinder warteten schon ungeduldig. Der Alte hatte Burstel und Wurstel mit auf den Weg gegeben, nicht zu vergessen, die Röhrsdorfer Weihnachtshymne anzustimmen. Mit dem Anstimmen klappte es ja schon ganz gut. Der Rest muss allerdings nochmal geübt werden. Sie haben sich eine Mühe gegeben und ich denke, das geht in Ordnung, wenn Dustel und Wurstel jetzt mal hinten die Bühne runterkommen. Liebe Kinder, bleibt einfach hier vorne stehen und der Dustel und der Wurstel kommen hier vorne vor der Bühne in die Mitte und werden euch ein paar Kleinigkeiten überreichen. Also, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und eine gute Besserung an die Frau vom Weihnachtsmann, dass er hoffentlich morgen hier zu unserem wunderschönen Weihnachtsmarkt in Röhrsdorf erscheint. Und ich wünsche mal viel Spaß den Kiddies mit Bustel und Wurstel. Um
Angaben anderer Art ging es an den Ständen der Kirchgemeinde. Hier hieß es Brot für die Welt. Der Erlös der verkauften kleinen gefüllten und großen ungefüllten Brote wird für einen guten Zweck verwendet. Kauft mein Brot! Aber auch der Erlös des Heimatvereins. Der veranstaltet nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern stellt im Sommer ebenso das Parkfest auf die Beine und sorgt so dafür, den Ort zu beleben. Am 22. und 23. Dezember erlebten viele, die in der Hohenstein-Ernsthaler Innenstadt geparkt hatten, eine Überraschung. Auf den ersten Blick wird mancher verwundert gewesen sein. Wieso denn ein Knöllchen? Ich habe doch ordnungsgemäß geparkt. Auf dem zweiten Blick dann ein Schmunzeln. Es war kein Knöllchen, sondern eine nette Aufmerksamkeit vom Ordnungsamt der Stadt Hohenstein-Ernsthal. Ja, die Stadt Hohenstein-Ernsthal ist natürlich in erster Linie eine Behörde. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man Ordnungswidrigkeiten ahndet, was wir letztlich das ganze Jahr über machen, gerade im ruhenden Verkehr, also bei den sogenannten Parksündern. Und da haben wir uns jetzt zum Jahresende gedacht, vielleicht sollten wir uns einfach auch mal bei denen bedanken, die sich immer an die Regeln halten. Und daher haben wir jetzt kurz vor Weihnachten 300 Zettel mit einem Dankeschön und einem kleinen Schoko-Weihnachtsmann verteilt, um einfach auch mal eine kleine Freude zu bereiten. Tja, liebe Zuschauer, mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und denken Sie dran, ab und zu sehen wir uns beim Kochen. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit und viel Spaß in der nächsten Sendung mit unserer Kollegin Peggy Wein. Machen Sie es gut. Tschüss. Tja, liebe Zuschauer, mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und denken Sie dran, ab und zu sehen wir uns beim Kochen. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit und viel Spaß in der nächsten Sendung mit unserer Kollegin Peggy Wein. Machen Sie es gut. Tschüss.